Armed. Leute, herzlich willkommen hier bei Case King. Es ist wieder soweit. Build of the Month, und zwar für den Monat Mai und dieses Mal im Asus Hyperion Gehäuse. Boris ist wieder da und hat dieses System mitgebracht. Boris, sag uns doch mal ganz kurz, wie heißt das System und was hast du dir dabei gedacht? Also wie ihr schon sehen könnt, das Case ist halt wirklich ein sehr, sehr extrovertiertes Design und schreit förmlich, hallo, hallo, guck mich an. Und daran angelehnt habe ich halt eben versucht, so einen cyberpunkigen Look eben zu generieren. Und das ist die Kreation von mir. Du hast gerade gesagt, du hast da einiges kreiert. Das Gehäuse kommt ja so nicht direkt aus der Box. Was hast du denn genau angepasst? Es sind sehr, sehr viele Teile lackiert, wie man vielleicht sehen kann. Also gerade hier oben die Lufteinlässe in blau lackiert, in der Front eben auch blaue Akzente gegeben. Und da ist nochmal ein zweiter Layer unten drunter, eben in so einem Neongrün, um poppige Farben zu haben. Und auch die gesamte Front einfach einmal in Pink zu lackieren, was eben für mich so ein bisschen den Cyberpunk-Look eben ausmacht. Schaut euch mal hier das Innere des Gehäuses an. Hier gibt es einmal so einen Schriftzug, der beleuchtet ist. Und was für mich wirklich krass heraussticht, sind diese Tubes. Die sind ja jetzt nicht einfach nur gerade, wie man es so kennt, von einem schlichten Design. Die sehen ja echt wild aus. Wie bist du darauf gekommen? Was hast du dir dabei gedacht? Gerade den Schriftzug, den du ansprichst, das ist eben auch ein custom gemachtes Teil. Im Case selbst ist standardmäßig dort schon ein ROG-Schriftzug, der beleuchtet ist. Den habe ich jetzt eben für uns angepasst zu einem KingMod-Schriftzug. Da noch ein bisschen an der Beleuchtung rumgemoddet, um es eben ein bisschen heller zu machen und dadurch eben auch eine komplette Clean Plate für die gesamte Seite zu machen, dass man da eben dann trotzdem noch ein bisschen cleanen Look bekommt. Und die Tubes, die du ansprichst, ich habe da versucht, ein bisschen ein chaotischeres Tubing zu machen, weil so ein cleanes, gerades Design, wie wir es in den letzten Build of the Month häufig hatten, hätte einfach in das Case nicht reingepasst oder nicht zu dem gesamten Design, finde ich, gepasst. Und da habe ich mich so ein bisschen an den Berliner Baustellen orientiert, weil da sieht man ganz häufig, dass dort eben Grundwasser abgepumpt wird und dann werden quer durch die Straßen blaue und pinke Rohrleitungen gelegt, um eben das Grundwasser irgendwo dann in die Spree ableiten zu können. Und das hat für mich irgendwie so ein bisschen den Look, ja, inspiriert. Ja, muss also wer in Berlin wohnt oder schon mal in Berlin war und diese Rohre gesehen hat, der weiß ganz genau, wovon Boris gerade spricht. Das sieht einfach wild aus, wenn die diese Rohre da verlegen. Und ich finde, das hast du sehr gut aufgegriffen und umgesetzt und passt einfach zu diesem ganzen Konzept, zu dem ganzen Design des Systems. Und jetzt kommen wir mal zu meinem absoluten Highlight. Ja, wenn ihr mal hier reinschaut, der CPU-Kühler ist nicht einfach nur ein CPU-Kühler. Boris, kannst du dazu mal ein bisschen was sagen? Genau, der CPU-Kühler ist eigentlich eine Dreier-Kombi aus CPU-Kühler, Ausgleichsbehälter und Pumpenblock, den ich jetzt eben hier in dem Bild verwendet habe, da ich eben diesen vorne beleuchteten Schriftzug frei haben wollte, dass der frei für sich steht, ohne dass da jetzt irgendwie was die Sicht drauf blockiert, weil das ist ja eigentlich die Stelle, wo so ein Ausgleichsbehälter normalerweise sitzt. Und dadurch, dass eben diese Dreierkombi die Aufgabe des Ausgleichsbehälters und der Pumpe eben mit übernimmt, konnte ich da diesen Bereich freihalten und habe da jetzt eben diesen Block verwendet. Den hatte ich übrigens mal in einer Folge Brand New, die verlinke ich euch sehr gerne hier oben, wenn ihr ein bisschen mehr zu dem Kühler AGB Pumpenblock erfahren wollt. Und was ich bei dem richtig cool finde, ist, dass der grundsätzlich von vorne, sieht man, da ist nicht beleuchtet, der ist relativ schlicht gehalten, aber unten, da ist er aus Acryl gefertigt und dadurch beleuchtet er richtig cool die Kühlkörper des Mainboards. Also das sieht einfach echt mega cool aus. Hast du dir das schon so zurechtgelegt, Boris? Oder? Nee, also das muss man wirklich sagen, das ist, wie Bob Ross sagen würde, happy little accident. Ich habe damit eigentlich gar nicht so gerechnet. Aber gerade mit dem Asus-Board, was halt diese Kühlrippen, diese Struktur auf diesen Kühlrippen dann noch von den VRMs hat, finde ich auch, das gibt einen richtig, richtig coolen Look nochmal. Ebenso einen richtig coolen Look bringt zum einen hier dieser Flow-Indicator, der hier verbaut ist und den du hier verbaut hast. Und auch, finde ich, die vertikal stehende Grafikkarte, sogar mit aktiver Kühlung der Backplate. Ist das standardmäßig? Kann man die immer so einbauen oder musstest du da auch was anpassen? Das Case selbst hat eine extra Rückseite, wo man die PCI-Slotblenden rausnehmen kann und dann dafür eben eine vertikale Montagemöglichkeit eben hat.
Also das ist beim Case mitgeliefert und den Flow Indicator. Auch da war es eher so ein bisschen Zufall. In dem Moment, als ich den Build angefangen hatte, hatten wir keine 1 Meter langen Acryltubes. Und ich habe die Tube hier vorne gebogen und merke, ja, schade, da fehlen mir so gute 5 cm. Wie mache ich das jetzt am besten? Und ja, dann den Flow Indicator eben rausgesucht und ich finde, der passt halt super rein. Wenn du ein wassergekühltes System hast, ist das ja in der Regel extrem leise. Und manchmal frage ich mich wirklich, läuft denn der Rechner überhaupt? Und da finde ich so einen Flow Indicator ziemlich geil, weil der zeigt dir, ja, wenn er sich dreht, dann läuft das System und das Wasser bewegt sich auch. Ja. Ist ein schönes Highlight und sorgt bei mir zumindest für eine gewisse Erleichterung und Entspanntheit. Grundsätzlich, das System sieht ja absolut anders aus als die letzten Systeme. Ich meine, die waren eher dezent gehalten, ein bisschen eleganter und hier hast du mal wirklich all in, richtig so ein bisschen verrückt gespielt sozusagen. Finde ich, zeigt euch da draußen, was eigentlich so möglich ist. Und grundsätzlich ist das ja immer ein Vorschlag, den Boris hier unterbreitet im Build of the Month. Aber wenn ihr was anpassen wollt, ihr sagt, ja, das Grundgerüst finde ich cool, aber ich hätte zum Beispiel nicht KingMod Systems da gerne stehen, sondern meinen ClanTech oder was auch immer, ist das ja überhaupt kein Problem, oder Boris? Auf keinen Fall. Auch zum Beispiel, ich kann ganz gut verstehen, für den Fall, dass ihr jemand sagt, boah, diese Frontlackierung, die gefällt mir überhaupt nicht. Es ist ein Vorschlag, so habe ich mir das Ganze vorgestellt. Wir können das in anderen Farben machen, wir können das auch ganz clean schwarz lassen, wie es vom Case mitgeliefert wird. Das schaut auch verdammt gut aus, aber für mich war es einfach ab dem Moment, als ich das Case das erste Mal gesehen hatte, schon vor Monaten, als das Case angekündigt wurde, dachte ich mir einfach, das schreit nach einem Cyberpunk-Look und deswegen habe ich hier halt einfach wirklich mal ausprobiert, was ist möglich, was können wir lackieren, in welche Richtung können wir damit gehen. Wir sind noch gar nicht auf die Hardware eingegangen, die verbaut ist. Boris, was ist denn hier drin in dem System? Wie bei jedem Build of the Month haben wir da geschaut, dass wir wirklich High-End-Hardware nehmen. Also wir haben einen 13900 KS drin, eine 4090, wenn ich mich nicht ganz täusche, 64 GB RAM und eine 2 TB NVMe SSD. Einfach nur, um wieder zeigen zu können, hey, wir können auch die heißesten Komponenten mit dem System problemlos kühlen. Runterspecken kann man dann problemlos noch, aber ja, einfach zeigen, es ist möglich, auch gerne mal. Schön auf diesem Tornetzteil kannst du ja sehen, wie viel Watt gerade eben gezogen werden. Bei uns im Test hatten wir da schon gesehen, das geht gerne mal an 900, 950 Watt hoch. Und selbst das kriegen wir weggekühlt. Ja, das ist schon beeindruckend. Ja, hier, dieses Display ist echt cool. Wir sind jetzt gerade bei 137, 136 Watt im Idle. Du meintest gerade, bis 900 Watt ist überhaupt kein Problem mit den Komponenten, die drin sind. Also ja. Trotzdem kühl und leise. Und da ist noch kein weiterer OC oder irgendwas drauf. Also 900 Watt ist, wenn wir das Ding voll auslasten, auf jeden Fall drin. Das ist einiges. Apropos einiges, da sind einige Komponenten drin. Und beim letzten Mal hatten wir euch gefragt, wie findet ihr das, wenn wir euch einen Warenkorb oder die einzelnen Teile auflisten unten. Das fandet ihr sehr gut, von daher machen wir das jetzt ab sofort. Also unten in der Beschreibung findet ihr die Links zum System natürlich und auch nochmal zu den einzelnen Komponenten. Boris, vielen Dank, dass du da warst. Ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Monat, weil ich ja schon weiß, was für ein Gehäuse du nehmen wirst. Ihr solltet auch gespannt sein. Wir sehen uns dann. Ciao. Ciao, ciao.